Gestern's Tippshow am Start, paar geile Picks parat, jetzt wird mit den Hufen geschart. Okay, let's go. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider. Spieltag 10 hier, come on. Ich gehe hier mit Niki, Niki 10238. Der schreibt, hey Insider KI, wie geht's dir? Insider KI 2-1. So, geil. So, fand ich hammer nice. Und damit gehen wir rein. Ich kann eine Sache sagen, die Insider KI ist back im Game. Und damit gehen wir rein in die Tipps. So, wir starten an der alten Försterei. Da geht's heute hin für die Freiburger. Und Union zu Hause erstmal ungeschlagen. Das ist erstmal hier ein Key Stat, die absolute Heimmacht. 4 Spiele da, 10 Punkte, darunter auch BVB und die Eintracht filetiert. Gut, Eintracht einen Punkt geholt, aber BVB kam hier auf jeden Fall unter die Räder. So, Freiburg auswärts, Mittelmaß. Das ist einfach so. Und wie Freiburg Union knacken könnte, das verlinke ich euch mal in die Shownotes. Da gibt es nämlich Brian's Game Changer Notebook, wieder richtig geil. Und ich sage da nur Pass, Kombi und Einlaufwellen. Sehr cool. So, für mich kann Union hier nicht verlieren. Das ist so. Ich habe hier so einen kleinen Senkrechtstarter im Blick. Das ist Ayosha Kemline. Den kenne ich hier vom Kiez Club. Frag mal nach da bei Jackson Irvine. Der bekommt jetzt die Ausbildung von Kedira und macht das da richtig gut. Ist gerade im Bereich Luftkämpfe ist er mittlerweile die 1 prozentual der Liga. Also das ist wirklich wow. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Der macht sich da richtig und trägt auch dazu bei, dass das bei Union einfach noch besser läuft, denn sie sind gerade im Defensivverbund die drittbeste Mannschaft. 8 Gegentore da nur. Und Ayosha Kemline hat da auf jeden Fall seinen Impact. So, wie knackt man Freiburg? Habe ich mir auch angeguckt. Anfällig bei Kontern und Umschaltbewegung. Frag mal nach, auch gegen den Kiez-Club. Die haben das nämlich auch geschafft. Gegen Mainz hat Freiburg versucht, das Spiel zu machen. Am Ende landeten 2 Schüsse auf dem Gehäuse. Von daher wird das auch hier eine 10-Nummer, denn ich glaube, Union Ball ist auch eher den Gegner mal ein bisschen spielen lassen und dann können sie eiskalt zuschlagen. Ich trenne das Ding hier, aber trotzdem mal torarm und unentschieden. Ich sage 1-1, LE Robot 1-1 und die Redaktion geht hier mit der Heimmacht 2-1 Union Berlin. Wenn was geht für Freiburg, dann über die starke linke Seite, das haben wir auch schon gesehen, gegen Mainz, da kamen nämlich 36% der Angriffe, rollten über die linke Seite und da ist er natürlich der Mann, Vincenzo Grifo, auch gerade mit der Standardgefahr, die er mitbringt. Und dieses Spiel ist ein Spiel, wo der Standard Ausschlag geben könnte. Deswegen nehme ich mal hier Matchday Briefing mit. Die grünen Pfeile zeigen nach oben für Form und Matchup. Let's go. Wir gehen weiter in die Konferenz und da haben wir erstmal Bremen gegen Kiel. Bremen in den letzten 3 Wochen mit 8 Gegentoren. Dabei landeten 19 Schüsse auf dem Gehäuse vom Zetterer. Die Defensive, die zu Beginn noch so gut stand, die ist aktuell sehr verwundbar. Und das war der Motor, auch der Bremer. Und seitdem Niklas Stark mit der Muskelverletzung raus ist, wirkt das Konstrukt für mich eher einen Tick schwächer. Also da gerade eher Motorschaden. Es kommen die Kieler ins Nordduell. Der erste Sieg einer Mannschaft aus Schleswig-Holstein in der Bundesliga. Historische Euphoriewelle schwappt hier ins Weserstadion. Die wird schnell verpuffen, das sage ich, denn Bremen muss nach dem Gladbach-Debakel hier eine Reaktion zeigen. Und das machen sie. Ich nehme hier das 2-0. LIKI, Niki weiß Bescheid, 2-1. Und Redaktion 2-0. So, Budget-Pick vom Montag. Das ist Derek Köhn. Alle, die das Video geschaut haben, wissen Bescheid. Laut Matchday-Briefing gibt es hier sogar Rohpunkte. Finde ich ganz spannend, dann nehme ich die auch. So, Mainz gegen BVB. Vielleicht erinnert sich hier noch der ein oder andere aus dem Spiel aus der letzten Saison. Das waren andere Vorzeichen. Mainz da in der Abstiegskrise und BVB vorm Champions League-Finale. Da ging der BVB, ja, manche sagen mit einer B11 ins Spiel. Schonung, weil Champions League-Finale und alle FC-Fans guckten verärgert aus dem Fenster. Ich erinnere viele lachende BVB-Gesichter gegen RB. Nuri mit Erleichterung und einem Sieg gegen Graz. Also, die kommen hier mit einem Lucky Strike und auch einer kleinen Euphoriewelle. Aber das waren auch wieder BVB-Heimspiele. Guck mal in die Heimtabelle. Da sind die ganz oben, wissen wir alle. Und im Gamechanger-Podcast, gerne abchecken, redet man vom Mismatch der Woche.
Das wird aber noch verschleiert gelassen von Svenno. Mit Girassi, Bayer und Gittens haben sie hier auf jeden Fall schon mal eine Triple Threat neu installiert. Das Tor gegen Graz schießt aber Donny Mahlen. Den haben wir auch im Blick. Und dann kannst du aber auf der Bank auch nicht mehr nachlegen, denn da spielst du gerade mit der Youth League. Bei Mainz fehlt Jens, das ist heftig, das ist richtig krass. Burkhardt ist nicht bei 100%, das hast du im letzten Spiel gesehen. Und Amiri ist mein Spieler hier, weil er einfach das Paket mitbringt. Dazu gleich mehr. Mainz kommt übers Team, Heimschwäche, 2 Punkte, 3:8 Tore. Auswärtsschwäche BVB haben wir auch, 1 Punkt, 3:9 Tore. Beide mit 3 Toren, das ist vielleicht die Zahl, das weiß auch Esgonzo minus UU3Yo, verweist auf Dortmund auch, nämlich drittletzter in der Auswärtstabelle. Und hier ist wirklich Heimschwäche gegen Auswärtsschwäche. Für mich nehme ich hier ein Unentschieden mit Toren, das glaube ich. Ich sage, 3 Tore fallen auch, aber im Endeffekt nickt Girassi dann noch das 2:2 ein. Das nehme ich hier 2:2, LIKI 1:2. Ja, und Redaktion 1:2, also hier die Säcke schön mit einem Favo-Tipp. So, Spieler der Partie, ich schaue auf Amiri, der hat einen guten Fernschuss, der hat generell die Mainzer vorne ganz gut formiert und kreiert dafür die alles, Torschussvorlagen, Torschüsse, er ist hier mein Spieler des Spiels. Und dann kommen wir zu Bochum gegen Leverkusen, wir begrüßen mal Dieter Hecking zurück in der Bundesliga. So ein bisschen der gescheiterte Patient für mich bei Nürnberg, da ging nichts. Und auch beim HSV, die hat er auch nicht wieder ins Oberhaus geführt. Man hört, es sind Zweitliga-Clubs, vielleicht ist er hier in Bochum auch an der richtigen Adresse. Leverkusen ist ein bisschen blockiert gerade. Kein Tor gegen Stuttgart, dann jetzt das 0:4 in Liverpool. Unglücklicher Spielverlauf da auch in meinen Augen. Bekommt Frimpong den Elfer da beim 0:0, ist es auch ein anderes Spiel und auch gegen Stuttgart, trotz 0:0 waren sie sehr engagiert, aber sie versprühen nicht mehr diese komplette Dominanz, wie noch in der letzten Saison. Irgendwas fehlt da gerade und vielleicht holen sie sich genau das zurück gegen Bochum. Das habe ich einfach mal im Blick. Datengold hatte ich auch was im Blick und zwar die Schnittstellenpässe und die Assists nach Standards. Da ergänzen sich nämlich zwei Spieler ganz gut. Grimaldo als direkter Vorlagengeber über den Standard, aber auch Wertz als indirekter Passgeber. Zweite Welle und das wird ein neues Spiel jetzt, weil wir nicht wissen, wie Dieter Hecking spielt. Und von daher, ich war hier mit dem 7:2, war ich ein Spiel zu früh beim Bochum-Game. Wir blenden das ganz kurz nochmal ein, dass wir das Spiel am 27. sehen und ich nehme das Datum hier einfach. Ich sage hier 2:7 und das 7:2 gab es dann ja die Woche drauf und von daher, Hecking, was zeigt er uns spielerisch? Wie gesagt, das ist noch ein unbeschriebenes Blatt. Ich nehme hier einfach mal, weil nur hinten reinstellen wird auch nicht reichen für Bochum. Die müssen ja irgendwas machen, die müssen ja dann irgendwie mitspielen. Und eventuell sieht man da im Winter auch ein paar Moves, finde ich ganz spannend. Ich nehme ja mal das 0:3. Ich glaube, mit 3 Toren fahren die Leverkusener ganz gut. LIKI 1:2. Komplett Quatsch. Und Redaktion geht hier mit mir 0:3. So, Boniface mit einer kleinen Büffelflaute. Und der holt sich seine Scorer wieder gegen Bochum zurück. So, St. Pauli gegen die Bayern. Das Spiel der Saison für den Kiez und wir wissen alle, Weltpokalsieger, Besieger, nicht erst seit gestern. Aber was hilft das gegen die Bayern? Du müsstest wahrscheinlich die Schneekanonen rausholen, wie im Pokal damals gegen Bremen. Bayern dominiert ja alle Segmente, das wird schwierig für Pauli. Erst recht, wenn sie früh hinten liegen. Frag mal nach in Union, da habt es auch direkt gescheppert. 0:0 zur Pause, das würde ich hier mal ausgeben als Teilziel. Vielleicht hat Blessin das auch im Blick. Hauke Wahl hat noch nie gegen Harry Kane gespielt. Ich glaube hier leider, das ist ein Klassenunterschied, das ist so. Und ich appelliere an die Geschlossenheit und an den Nationalgoalie Nicola. Der muss es hier irgendwie wegfausten. So, und dann holen die Bayern das Spiel aber trotzdem ganz easy. 0:3 habe ich hier im Blick. LIKI 1:3 und Redaktion macht es noch einen Tick höher, geht noch ein Regal höher. 0:4. Die sind ganz gut da bei den Bayern-Tipps. Ja, das ist echt nicht schlecht. So, ich nehme hier für mich, ich nehme den King, es gibt den Hacking und es gibt den King, Coman, ja. Lass mal Gnabry in der CL zocken, alles cool. Coman mit einer so guten Bully-Form, dass wir den auch safe in der VA aktuell sehen. Matchup gegen Pauli,
Das ist tricky. Frag mal nach da auch in Leipzig. Die haben sich auch schwer getan, aber Bayern ist too good for this matchup. So, Topspiel am Samstagabend. RB gegen Borussia Mönchengladbach. RB wurde geknackt von Dortmund und das gleich zweimal nach einer Ecke und nach einer Flanke. Ja, ja. So, RB ist nämlich jetzt noch nicht ready für den Meisterschaftskampf. Das hast du da gesehen. Und es kommt Gladbach mit einer Fahrt, mit einer Giraffenpower. Und es gibt das Zooduell gegen die Bullen, ja. RB zu Hause ist die Übermacht. 8:1 Tore, 10 Punkte. Gladbach auswärts, 4 Spiele, 4 Tore, 4 Punkte. 4 ist eigentlich die Zahl, das wäre mir aber hier zu hoch. Gladbach passiert gerade irgendwas, das fühle ich auch. Und ich nehme mal das 2-0 für RB, das gefällt mir hier ganz gut. LIKI 2-1 und Redaktion ist mit mir 2-0. So, mein Spieler ist Baumgartner, hatte ich letzte Woche schon drin. Jetzt geht's gegen Ulrich. Der hat Weiser rausgenommen, der nimmt mir aber nicht mein Baumi-G hier aus dem Spiel. Deswegen ist Baumgartner hier meine Aktie fürs Spiel. So, bevor wir in den Sonntagsgroove gehen, wir haben die KI zu krass provoziert. Das ist hier mein Empfinden. Die ist nämlich jetzt da. Die Tabelle ist entsprechend knapp. Ich führe, das ist wichtig. Dann kommt die LIKI punktgleich mit der Redaktion mittlerweile. Ja, so ein heißer Tanz hier. Also es zählt hier wieder wirklich jeder einzelne Punkt. Ja. Und das schreibe ich mir hier nochmal auf die Kappe und damit gehen wir weiter ins nächste Spiel. Augsburg gegen Hoffenheim im Sonntagsgroove. Augsburg gefällt mir besonders zu Hause und besonders mit Claude Maurice. Da entsteht auch gerade was. Die gewinnen ja sogar fast schlitzohrig in Wolfsburg. Auch da ein cooles Spiel gezeigt. Besonderen Halt gibt mir da die Kombi Guveleo mit Schlotti Junior. Die macht es da richtig gut, richtig stabil. Und bei Hoffenheim, da fehlt mir eine Sache und das ist die Kontinuität. Man hält an Matarazzo fest nach dem 1-1 in Stuttgart. Da rettet er sich gerade noch ans Ufer. Bekommt dann Bochum, die schlägt er auch 3-1. Und was macht er dann? 0-0 in Heidenheim, 0-2 gegen Pauli. Der beste Mann, das ist Kramaric Junior, Tom Bischoff. Geh mal zu Frankfurt, mein Freund, da hast du mehr Upside. Ich gehe hier für mich, überraschend klar, auf Augsburg. 2-0 mache ich da. Und mein Hot-Take ist, ein drittes Spiel ohne Treffer für Matarazzo. Das sind 3 Spiele zu viel und den feuern sie am Montag. Mark my words. Insider KI 2-1 und Redaktion 1-0. Sagt ja auch Hoffenheim ohne Treffer und alle gehen hier gegen Hoffenheim. Also klare Tendenz hier. So, mein Spieler ist Claude Maurice. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Augsburger Offensive. Form ist top, Matchup ist top, ACM loading. VfB gegen Frankfurt. Ja, die Vorzeichen stehen nicht gut beim VfB. Du hast einen Dennis Undav, sein bester Mann. Zum Glück nichts Schlimmeres, aber wir erwarten ihn zumindest gerade mal nicht. In der VA haben wir entsprechend so ausgerichtet. Das wird wohl vielleicht nicht reichen, aber du brauchst einen Dennis Undav hier in absoluter bestechender Topform. Und wenn du den nicht hast, dann wird es ganz, ganz, ganz schwer gegen die Frankfurt Kings. So, neben dem Fernschuss für Stuttgart, was könnte noch passen? Dribbling, rote Zone, habe ich mir angeguckt. Da fehlt aber auch dein Super-Dribbler, so ist es, mit Leveling. Der ist dann nämlich Platz 3 in dem Segment und das ist quasi, der fällt ja auch aus. Und der nächste Stuttgarter, das ist Rieder bei den Dribblings, rote Zone, Platz 25. So, Eintracht Frankfurt zieht das hier. Gestern Euroleague, Frankfurt, Freistoß, Freakshow, Omar Marmoush, es geht weiter. Guck dir mal bitte diesen Treffer an. Das ist unglaublich. Das ist unfassbar. Der Guido, der Guide, der hatte mal bei uns gesagt in der Sturmpyramide, das, was Guirassy letzte Saison war, das ist Omar Marmoush jetzt. Denn er überragt alle. Das weiß man auch, glaube ich, in Stuttgart. Der weiß auch da, wo die Tore stehen. Der war mal verliehen an den VfB ein Jahr. Deswegen weiß er das ganz genau. Und vor der Undav-News, da war ich schon pro Frankfurt. Und ich packe den hier auch ganz easy ein. Ich bleibe aber bei meinem 1-2 für die Frankfurter. LIKI 2-1. Ich sag hier mal nichts. Ich jinx das mal hier nicht. 2-1 für Stuttgart. Und Redaktion geht mit mir. Hat den Momentum-Pfeil mit abgeschossen. Und geht hier 1-2 Richtung Frankfurt. So, Spieler in Form, in Style. Ist einfach nur eine Joy, dem gerade zuzuschauen. Omar lässt VfB stehen wie eine Oma. So. Und dann gehen wir weiter, letztes Spiel, runden das hier ab, das schöne Ding hier, schöner 10. Spieltag mit hoffentlich ein paar geilen Treffern. Und vielleicht gibt es auch ein paar geile Treffer beim Spiel Heidenheim gegen
Wolfsburg auch bei den Hearts of Midlothian siegreich. Das ist der dritte Sieg der Frankfurt-Schmidt All-Stars. Das gibt's eigentlich nicht. Also Conference League Domination hier. Und ich sag, Heidenheim holt die Conference League. Sag ich einfach. Liga-Alltag ist aber wiederum steinig. Da tun sie sich leider richtig schwer, gerade mit Erfolgserlebnissen. Die holen sie sich eher unter der Woche. Aber auch im Pokal rausgeflogen. Es geht gegen die Wölfe. In Kiel fand ich Heidenheim okay. Aber die waren auf Augenhöhe und die waren nicht zwingend besser. Und zu Hause ging für Heidenheim nur gegen Augsburg was. Ansonsten sehen die da auch eher nicht so top aus. Jetzt kommen die Wölfe. Und die Wölfe haben mir sehr, sehr gut gefallen gegen Augsburg. Die waren da sehr pass- und spieldominant. Also das waren schon mal sehr gute Parameter. Und gerade über rechts mit Fischer, Baku im Interplay mit Dardai. Das hat mir lecker geschmeckt. So, und Grabara hat was gut zu machen. Ich nehme hier tatsächlich die Wölfe. 1-3, sage ich sogar. L-I-K-I. 1-1. Gefällt mir. Und Redaktion geht sogar auf Heidenheim. Haben wir hier nicht oft, aber in alle Richtungen. Für jeden ist hier ein Kuchenstück dabei. So, mein Wolf des Vertrauens, das ist Mo Amura. Stellvertretend ist das für mich so der Bolzplatz-Zocker-Vibe verkörpert, der für mich. Form ist top, Matchup tricky, aber ich nehme hier die Form über allem. Mo Amura hier, mein Play gegen Heidenheim. Schönes Tippshow-Special hier wieder zum 10. Spieltag und schreibt mir mal euren Superspieler in die Kommentare. Vielleicht können wir uns dann nochmal ganz cool austauschen im Hinblick auf die Challenge. Und damit wünsche ich euch einfach nur einen richtig schicken Spieltag, many Tore und damit bin ich raus. Schönes Wochenende. Tschüss.